Faszinierend, bewegend, atemberaubend, einmalig. Das sind nur einige Worte, die die beiden aktuellen Ausstellungen in der Kunsthalle Leoben beschreiben. Gezeigt werden zwei Facetten der chinesischen Kultur. Zum einen Fotografien der Shaolin-Mönche, die von Sabine Kress durch ihren vierwöchigen Aufenthalt im chinesischen Shaolin-Kloster entstanden sind. Gemeinsam mit Journalist Felix Kurz durfte die Hamburgerin als erste Europäerin die Mönche hautnah und privat beobachten. Sie bekam auch Zutritt zu Bereichen, die für Besucher normalerweise gesperrt sind. Die Mönche dort oder die Menschen sind wahnsinnig diszipliniert. Das hat mich fasziniert. Sehr ruhig, sehr diszipliniert, sehr willensstark, aber auch sehr offen, also für die Welt, die Umwelt, die haben auch alle Informationen, politische Informationen gewusst, waren sehr informiert, also leben nicht so zurückgezogen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Durch die Kooperation mit dem Reis-Engelhorn-Museum in Mannheim ist diese Genussausstellung auch in die Kunsthalle exklusiv für Leoben und für Sie zu sehen. Die Besucher erwarteten rund 60 Bilder, die das chinesische Volksleben zeigen, das chinesische Neujahrsfest, verschiedene Hochzeitsbräuche, aber natürlich auch von der Kindheit herauf bis zum Mondfest. Das wird alles in diesen bäuerlichen Bildern festgehalten und ergänzt haben wir das Ganze dann auch noch durch verschiedene kleine Figurinen, die auch noch nette Einblicke in diese Kultur bieten. Die zweite Ausstellung lautet auf den Namen Vom Drachentanz bis zum Fest der Mondfee, das chinesische Bauernjahr in Bildern, und widmet sich der chinesischen Volkskunst. Die Ausstellung soll auch an die 20-jährige Partnerschaft zwischen Leoben und der chinesischen Stadt Suzhou erinnern. Ich glaube, wenn man einmal in China war, wird man draufkommen, dass die Zeit viel zu kurz ist, das Land sehr groß ist und man möchte immer wieder kommen, um die verschiedenen Landstriche und Sehenswürdigkeiten dieses großen Landes zu besuchen. Noch bis 26. September diesen Jahres haben Sie die Möglichkeit, in die Welt der chinesischen Shaolin-Mönche und der Bauernmalerei einzutauchen und sich verzaubern zu lassen. Öffnungszeiten sowie Informationen finden Sie unter www.shaolin-leoben.at oder www.kunsthalle-leoben.at.